Type, ich will gerne mit dem Bötchen fahren. Ach, das war auch. Wer hat das alles auch gemacht? Sich dazwischen den einfach gestellt. Oha, jetzt kannst du nicht weiterlaufen. Ich freue mich auch schon auf Enikoro. Osterhafen. Dauer, ich weiß ja gar nicht, wann man hier einen Mondstein bekommt. Ah ja, genau, das habe ich auch gelesen. Das ist in der dritten Gen der Revale. Jetzt egal, ob männlich oder weiblich. Oh, wie geil ist das denn? Mit dem Wingerl noch zusammen. No. Also das in der dritten Gen der Revale am allerschwächsten ist halt gerade, weil sein Starter sich nicht weiterentwickelt hat. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht so ist, weil das hat dir seine Mega-Entwicklung auch irgendwann zeigt. Das geht ja halt nur, wenn er voll entwickelt ist. Und das Wasser sieht ja hier geil aus. Oh, ist das schön hier. Ach, da will mir so super Training erzählen. Nee, danke. Hallo, kleines Mädchen. Ja, Inselgemeinschaft, wenn da einer was man im Mode setzt, dann glaube ich das gerne. Auktionsbörse? Hast du mir irgendwie Seidenschal? Ja, klar, ja, total. Wünsche ich irgendeiner hier Seidenschal gegeben? Oh, Alu schmeißt sein DS aus dem Fenster. Das heißt wieder was. Ernsthaft, läuft da gerade unten Werbung? Wie geil ist das denn? Ach, ich musste dem, glaube ich, irgendwas anderes Hippes erzählen, dann hat er mir. Ja. Dass ich dem was anderes erzählen muss und dann gibt er mir seinen Schal. So war das, glaube ich. Ach, läufst du hier so rum? Ach ja, das ist über Tränke. Das ist Plüsch. Ich wollte schon mal einen Trank Plüsch haben. So, komm ich. Nein. Was ich nicht angesagt. Das kann ich nur Sachen aus meinem Inventar. Aha, die Wundersaat ist gerade voll in. Qualität. Qualität. Ja, jetzt auf einmal. Na egal. Oder war das hier einer? Ist ja geil, die setzt sich sogar so mit hin. Ja, siehst du, der gibt mir seinen Schal. Vor allem sitzen die auch so in der Hocke, so wie das. Na, okay, die hocken nicht, aber so im Schneidersitz, so machen es die Japaner. Das finde ich jetzt irgendwie toll. Hallo, Petmaster! Willkommen im Stream! Wo ist jetzt der Seidenschal? Da ist der. Kriegt natürlich Nami. Echt, man kann Toppeleber kaufen? Das ist ja geil. Geh mal hier drauf, weil die Nachrichten nerven nicht langsam. Das ärgert mich so, dass mein Ding keine Pflanzenattacke kann, dass ich auch keine Kugelsaat da bei dem einen Typen bekommen habe. Dümmste in Änderung ever. Ich glaube, dieses Zentara war früher mal voll gefährlich für mich gewesen. Was, dieses oder ein anderes? Keine Ahnung. Toll, Giftspitzen. Schmeiß auch mit Giftspitzen um dich, wenn es dir Spaß macht. Kannst du dir einfach mal ein süßes Eneko so bespritzen?
Sieht ja wirklich ganz ätzend aus. Aber wir haben es trotzdem besiegt. Feine Nami. Was ich noch so zocke? Also derzeit zocke ich sehr viel Dragon Age. Dragon Age Inquisition. Stream tue ich meistens eigentlich echt die Pokémon-Spiele. Kann ich. Nee, da kann ich noch nicht lang. Aber Dragon Age habe ich auch schon einmal gestreamt. Die ersten 2 Stunden, die ich gemacht habe. Vielleicht streame ich es auch irgendwann nochmal. Es ist halt das Problem, dass ich derzeit sehr wenig Zeit habe. Deswegen kommen die Pokémon-Streams hier auch nur irgendwie alle 2 Tage und dann auch nur abends um 18 Uhr für 2 Stunden ungefähr. Weil wir leider sehr viel Weihnachtsgeschäft haben. Und ansonsten. Ich habe noch Darksiders 2, was ich fertig machen sollte. Ich habe Super Smash Wii U habe ich jetzt. Da habe ich auch Hyrule Warriors. Sollte ich mal weiterspielen. Demnächst wollte ich auch mal wieder mit WoW anfangen. Also wieder. Mit dem richtigen WoW überhaupt mal anfangen. Ja, ich bleib mal drinnen, dann kann ich mir auch mit einem Konfusion fertig machen. Ja, wenn du Vitalkräuter gibst, dann geht die Beziehung ein bisschen runter, weil das mögen die Pokémon gar nicht. Es ist aber halt nur diesen Sympathiewert, den du benutzt, wenn sich Pokémon weiterentwickeln sollen, diesen Freundschaftswert. Ja, das kenne ich. Ich will dich doch nur fangen, musst du nicht mein ganzes Team einschläfern, Hutter. Das kenne ich. Wenn es halt Pokémon gibt, die das können. Ja. Ich vergiftet. Er verwirrt. Alles gerecht hier. Der Schloss hat sich mit Verwirrung selber besiegt. Das muss man auch hinkriegen. Ja, ich habe bisher auch sehr viel Positives über Draenor gehört. Einzige, was mich halt stört, ist, dass das wieder vom Story-technischen her sehr Ork-lastig ist. Aber nun ja. Man hofft ja, dass sie sich irgendwann nochmal daran erinnern, dass sie noch andere Leute bei sich haben, außer die Orks. Oh, das wusste ich gar nicht, dass sie auch noch mit mir kämpfen wollte. Oh, Lunastein ist kacke zu fangen. Bummels. Direkt hingelegt. Ach, ich bleib nicht stehen. Ich leg mich wieder hin. Schnarchnase. Ja, toll. Die Fähigkeit brauche ich jetzt nicht. Gerade nicht, wenn ich vergiftet bin. Eben schnell Ace rausschicken. Ich glaube, der Normenkampf ist doch wirklich der allerätzendste in der ganzen Generation hier. Von allen. Der kann doch irgendwie keiner wirklich so richtig leiden. Na komm, den NKP hättest du auch noch wegmachen können. Ich meine, noch im schnellen Heilen. Ja, das war am besten, wenn man das Starter-Pokémon benutzt, das, wenn man es macht, dann sollte man am besten das schon mal auf jeden Fall entwickelt haben. Dann geht das definitiv einfacher. Tixas, hast du jetzt mal endlich was? Na, endlich. Item nehmen. Ein Superball. Ja, das ist gut. Ja, jetzt so wie. Ernsthaft jetzt Cheat kommt? Klar ist das Ork-lastig. Es geht nur größtenteils um die Orks. Die Trainer kommen zwar auch vor, aber. Ich weiß es nicht. Es wurde mir so gesagt. So habe ich das verstanden. Ich werde es ja sehen, aber das sind zwar die Draenider auch vorkommen, aber es ist halt wieder extremst um die Orks fokussiert. Oh, dass die immer sofort super schnell machen. Das
zu dem Weltraumkampf, das ist diese spezielle Episode, die Delta-Episode heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Sidequest ist oder wie sich oder inwiefern sich das in die Story mit einbindet, weil ich habe mir das dazu nichts angeguckt. Großartig. Ich will mich ja überraschen lassen. Wenn schon mal was Neues dabei ist. Ja gut, Taro, du hast das Talent, wenn du ohne Jammern durchkommst, das ist wohl wahr. Ach, das war die Feenattacke. Oh, kann man direkt wegbewerben? Putzig? Putzigkeit? Haben die aber ein neues Element? Putzigkeit? Ich frage nochmal, Putzigkeit? Ich freue mich schon auf die Wettbewerbe trotzdem. Ich hoffe mal, die sind noch gut gehalten. Aber Putzigkeit! Welche Affe auf Rollschuhen ist denn auf die Idee gekommen? Mal ohne Scheiß. Ja, Orks sind schon cool. Ja, Orks sind jetzt nicht meins, aber es gibt halt in WoW viele andere Rassen, zu denen man Geschichten hat. Es gibt auch noch ungeklärte Sachen. Das ist ein Forscher-Typ? Gibt es etwa Trainer in der Höhle? Ja. Marquita, der dicke Sandsack. Ernsthaft? Zwei Chaotentrupps in der Höhle. Team Dagmar und Team Akne. Dagmar und Akne. Das ist jetzt sehr geil. Ach, ich lasse mich nicht durch. Voll Spaten. Muss ich doch erst die Arena machen? Anscheinend. Jeweils wäre das Einzige, was ich mir erklären würde, warum sie mich nicht durchlassen. Was? Norman hat 2 Liter Kings? Ernsthaft jetzt? Oder war das jetzt eine Frage? Putzigkeit ist gleich Niedlichkeit. Ja, ja, ist klar, aber das gab's vorher ja auch nicht. Niedlichkeit. Da gab's Anmut und Schönheit, was jetzt in die Richtung geht. Aber Niedlichkeit. Das haben sie jetzt auch bestimmt wegen dem Feentyp eingeführt. Ganz ernsthaft. Putzigkeit. Geht ja mal gar nicht. Also, sobald ich in die zum ersten Wettbewerb komme, dann werde ich das machen. Ja, ist natürlich jetzt doof, dass mein Robin noch nicht ganz so weit ist. Naja, muss die Arena jetzt hier mal ein bisschen durchprügeln. Sieht aber jetzt auch interessant aus. Die Mucke ist ja geil! So, ich bleib jetzt ein paar Minuten hier stehen. Alus am Rage, weil er Kyogre nicht kaputt kriegt oder sich fangen kann. Go, Alu, hol dir das Kyogre. Ich habe ein bisschen Supportmusik. Oh Mann, die können aber auch super springen. Kämpferin Laura, die fand ich auch schon mal ganz cool, die Kämpferin. Das habe ich immer als Sahnding, seinen Kopf, was das ist immer so ein Sahnehäubchen für mich gewesen. Jeweils diesen alten Dingen. Mentalkraft, oh. Was macht Mentalkraft? Wie war das gut gegen Kampf? Ich hab schon wieder vergessen, was. Anscheinend. Es war gut gegen Unlicht, gegen Drachen. Und gegen Kampf? Säuselstimme? Ne, gegen Unlicht war das. Ja, gegen Unlicht. Im Kampf. Boah, scheiße, ich weiß gerade nicht genau. Jetzt aber.
Ja, denn Raptor hat das letzte Elder King Solo gemacht. Oh, da muss er aber Glück gehabt haben. Ah, die Pokeriegel machen, das habe ich früher auch so geliebt gehabt. Ich bin mal gespannt, wie sie das hier gemacht haben. Ah. Ich kann mir richtig mit Umkleideräumen und sowas.